Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Universum in unserem kleinen Dorf des Todes. So, folgende Dinge müssen wir tun. Wir müssen noch ein zweites Feld anlegen, damit wir mehr Essen reinbekommen. Außerdem haben wir noch diese Wetterstation, die haben wir noch gar nicht gebaut. Haben wir irgendwie noch Oh ja, da. Da. Da setze ich es hin. Yes. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, was die macht, ob die uns irgendwelche Vorteile bringt. Ich glaube, dann haben wir so gut wie alles ge... Thirsty, ja, ja, du mich auch. Wo ist denn Durst? Warte mal, das gucken wir uns mal an. Vielleicht können wir ja gegenwirken. Essen? Thirsty. Willst du mich verkackern? Du hockst im Restaurant und sagst was von Durst? Wir produzieren 24 Wasser, das müsste locker reichen. Bestell dir was zu trinken. Geht aufs Haus. So, wir gehen mal die einzelnen... Viel zu selten. Und ranfahren. Schön. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch machen können. Wie gesagt, wir sind so ziemlich am Ende, was wir bauen können. Da kann man einfach nur noch versuchen, das Dorf aufrechtzuerhalten. Hier können wir nichts bauen. Hier haben wir die Farm. Da können wir eine zweite bauen. Fische haben wir genügend. Wasser, Tank, brauchen wir nicht unbedingt pumpen, ist klar. Die Wetterstation bauen wir jetzt. Wir haben ein Krankenhaus gebaut, wir haben sogar zwei Friedhöfe gebaut, wir haben Constructors Hut gebaut, eine Eatery, beziehungsweise man bräuchte vielleicht sogar noch eine zweite Eatery. Vielleicht, dass wir eine Eatery rechts zu dem Feld machen und links noch ein Feld, um die Eatery hier links wiederum zu versorgen. So, wo wird hier der Turm des Todes gebaut? Forecast Tower. Wie groß ist denn das Ding? Ah, das ist eine Hütte, gell? Ja. Sind übrigens 40 Bewohner. 40 Schnackets. Brickau. Ich freue mich schon aufs nächste Update von dem Spiel, muss ich sagen. Ich hätte jetzt echt Bock, noch viel mehr Sachen zu bauen und auch ein bisschen Fortschritt zu haben. Also wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten oder fünften Folge. Trotzdem habe ich richtig Bock da irgendwie, dass noch weitere Sachen kommen. Sieht auch so schön aus, diese Details. So kleine gelbe Knoten und hier oben das Cape mit Made in China. Das haben wir ja auch gesehen. Das ist halt alles nur Fake. Das ist alles nur ein Spiel. Hildo. Oh, jetzt wird der Turm hier aufgetürmt. Ach, guck mal, wir sind wieder draußen. Nena? Wer hat es gesagt? Wer redet hier? Oh, Bidodio. Ich würde gerne mal sehen, wie solche Samples eingesprochen worden sind. Ich kann mich noch an der Valhalla Hills erinnern. Was war vor 2 Jahren gespielt habe, 1,5 Jahren. Das war ja auch, da hat man ein Video gesehen, wie der Entwickler... Liebe Grüße an den Thomas. Die Samples eingesprochen haben für dieses What the Hey, ja. Könnt ihr euch erinnern? Bestimmt. Wenn mein Kanal schon ein bisschen verfolgt, kann sich an What the Hey erinnern. So, wie lange braucht ihr denn hier, um den Turm fertigzustellen? Ich blende mal das Menü an, damit wir sehen, wie weit die sind. Oh ja, 92%. Und es wird Winter, bis der Turm... Oh, guck mal hier. Wir haben so die alten Löffel entsorgt hier oben. Guck mal, jetzt sind schon Ranken dran. Und? Patch? Ist das der Turm der Wetter? Guck mal hier. Wird Alarm gerufen, wenn das Wetter Unwetter kommt. Cool. So. Katsching. Ja, schön. Sieht cool aus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, das Ganze. Wo ist meine göttliche Maus? Hier. Wir sind schon im 80. Jahr und die Minusgrade kommen. Ich hoffe, das rafft uns nicht dahin. Dann würde ich sagen, kommen die ja nach mit der Versorgung in der Eatery. Eigentlich ja. Das Ding ist eigentlich nie voll ausgelastet. Eigentlich müsste es hin. Boah, jetzt haben die aber auch Zeug hier, oder? Guck mal hier.
Grünkern sparen mit irgendwas, Schengelchen. Hier, guck mal, hier sind Essen fertig. Ah, die sind vorproduziert. Zweimal Essen übrig und einmal 0,9 Nachtisch. Eines rohes Essen. Jetzt haben wir drei, kann das sein? Ja, drei Essen. Guck mal, hier ist doch ordentlich was zur Verfügung. Das ist Selbstbedienung, wird gekocht, dann wird sich reingesetzt. Voll schön, gell? Guck mal, die ziehen in die Wüste um. Ob es da gesondert... Obwohl, es schneit in der Wüste, das halte ich ja für ein Gerücht, dass das normalerweise möglich ist. Den Felsen müsst ihr mal flicken, liebe Entwickler. Da ist ein Loch drin, da zieht's durch. Ich finde das auch so geil, wenn man die Kamera dreht, dann kippt die so zur Seite. Als würde man so nachgezogen werden. So. So, ist der Herr Kachelmann eingezogen? Muss ich einen Wettermann einsetzen? Ja, muss ich. So, was macht der Kachelmann? L543. Komm, Kaba. Kaba. Kaba wird unser Kachelmann. Oh, guck mal, es gibt noch Coming Soon. Hm. Ah, guck mal. Das ist das, was ich... Das habe ich in einer der ersten Folgen erwähnt. Das ist... Da sieht man... Didgeridoo. Aha. Da sieht man auf jeden Fall, wie der Wind hier drüber zieht. Oder wie Temperaturen sind. Im Moment ist alles kalt. Geiler Sound. Ich will das nochmal haben. Können wir das nochmal machen, bitte? Oder das war das war. Hallo? Können wir noch Didgeridoo? Hallo? Ich will nochmal Didgeridoo, bitte. Das war so schön gerade. Ich mach das einfach so nach. Ah. Oh. Wir können erkennen, welche Wettersituation wir haben. Okay, 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 okay. Da oben baut sich erstmal. Das war wahrscheinlich auch der Sound, der eben kam, ne? Oh, Götterpunkt haben wir viel. Können wir aber trotzdem nicht viel machen. Ist alles noch nicht implementiert. Oh Mann, voll schade. Ich will jetzt mehr Sachen machen. Ich will... Weiß ich nicht. Dinge tun. Und Sachen machen. So, Wasser. 24 und 17 verbrauchen wir. Also Wasser sieht echt gut aus. Wir sind 45 Nuggets. Boah, das ist eine Menge. Wir müssen dringend ein zweites Feld bauen. Absolut. Muss hier ein zweites Feld hin. Feld, 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 wo bist du? Mir fällt nichts ein, außer ein Feld. Und die Sprüche sind ziemlich schwierig bei Minjas. Warte mal, wo sind wir denn? Da, die Farm. Können wir vielleicht eine Wüste bauen? Oder hinten raus? Warte mal. Da, 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 da ist die Eatery. Können wir... Hier, da. So, warte mal. Da ist der Eingang. Da geht's direkt zur Arbeit. Wir setzen ihn mal in die Wüste. Wir werden jetzt hier eine Oase. Eine Oase kreieren. Ja, cool. Haben wir jetzt irgendwelche Bau... Achso, sie ist Donut. Haben wir irgendwelche Bauelemente zubekommen? Ich befürchte nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt abhängig ist von irgendeinem Entwicklungsstrang. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles gebaut, was wir an Hütten bauen können. Wir können nur mehr bauen. Das ist, Fakt. So, die wird... Die Farm wird auf jeden Fall nochmal zwei Wasser schlucken. Das hatten wir schon mal. Ne, das war das Krankenhaus, was zwei Wasser... Was nimmt die Farm eigentlich weg? Und da vorne können wir nochmal ein Restaurant machen. Zweieinhalb sogar. Na gut, klar. Ne? Material, es sind viele Supporter da, aber nicht irgendwie so, ne? So, jetzt müssten wir doch eigentlich einen Kicker machen können oder so. Was höre ich denn hier immer pumpen? Was pumpt denn immer? Ich höre doch wie sowas wie so ein Herzschlag. Wenn du so du-dup, du-dup. Am Puls der Zeit. Guck mal, jetzt wird Material hinten. Wo haben die das denn geholt eben? Guck mal. Oh.
Maximale Expansion, oder wie? Die nächste Hütte entsteht. Gebieter. Finde ich irgendwie cool. Ich mag diese Sprache oder diese nicht vorhandene Sprache. Wobei, Screwdriver haben wir schon gelernt. Oh, meine Finger oder sowas. Irgendwie, sowas muss ja sein. So, wie weit ist er denn hier? Da fehlt noch Holz. Bin ich mal gespannt, ob wir die Wüste begrünen können. Hier ist direkt eine Farm entstanden und hier entsteht eine Stoneheart. So thirsty. Okay, das ist ein Argument. Wir sind in der Wüste. Ich glaube, ich baue direkt hier noch einen Brunnen. Vor allem hier, die scheinen ja ziemlich salzige Pommes zu machen im Restaurant. Dann braucht man natürlich sofort was zu trinken. Da. Yes. So, noch einen Brunnen hin. Ich finde es auch irgendwie cool, dass der Planet wackelt, wenn man irgendwas setzt. Das ist irgendwie... Da wird aufgebaut. Okay. Die Made-in-China-Plane wird ausgebreitet. So, 46 sind immer noch. Ein Kind ist noch erwachsen geworden. So, noch drei. Dann sind wir in einem... Was ist denn das hier oben? Ah, da irgendein Übersetzungsding nicht. Localized Data is missing. Was ist denn die Originalsprache in dem Spiel? Okay. Interessant. Das Wasserbecken macht mir irgendwie... Ich verstehe es nicht. Vor allem bei minus 26 Grad. Wenn das noch nicht ein gigantischer Eiswürfel werden würde, würde es mich hart wundern. Also... Oder? Riesenbottig... Menomendum. Ach, guck mal, die will fischen gehen. Habe ich das richtig interpretiert? Go fishing. Go for it. Was macht der hier? Nimmt er sogar die Fische aus, oder was? Ah. Hat er hier irgendwie Vorrat an Fisch? Ah, der hat Vorräte an Fisch. Oh. Fish Population. Okay, da sind noch genügend Fische im Wasser. The local warehouse indicates how much raw food is being stored in the building. Okay, aber warum wird denn da Gemüse beim Fischer? Der hat gar nichts. Warum nicht? Weil er gerade draußen ist? Verstehe ich irgendwie nicht. Oh, oh, hier Wasser. Gut, wir sind noch 4 im Plus, also nichts. Oh, oh, aber, ne? Was ist denn jetzt los? Hier ist voll. Wieso holt denn den Shit keiner ab? Guck mal hier, was hier Stuff liegt. Hier. Eisfisch. Yummy. Hier liegt schon der Fisch außen rum, weil das Lager überfüllt ist. Wieso holt das denn keiner ab, bitteschön? Mating. Hey, Mate. Sag mal, was mir gerade einfällt, wie lange haben die eine Lagerzeit? Symmetry. Gibt es da irgendwie eine Vorhaltezeit? Zwei. Wir müssen aber Gelegenheit mal nachgucken, ne? Weil wir werden wahrscheinlich demnächst eine große... Oh, fast 50 Bewohner. Das muss doch... Weißt du was, ich baue jetzt hier ein Restaurant hin. Was haben wir noch genügend? Ich glaube, ich baue jetzt hier irgendwie noch unten ein Restaurant hin. Eatery, where is the eatery? Da. Okay, das ist auf jeden Fall... Hier ist nicht genügend Platz. Neben Friedhof. Hier in das Feld. So. Wollen wir mal, die gehen da vorne rein, gell? Dann drehen wir das mal Richtung Dorf. Nope. Da. Zack. Zack. Yes. Eatery. Da, Eatery. Hier, Eatery. Wunderbar. So, demnächst haben wir dann wieder Plusgrade. Oder es wird wärmer. Das ist gut. Dann können wir wieder neue Früchte anpflanzen. Beziehungsweise haben wir irgendwas, was... Wir können ja minus 20. Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir auf jeden Fall solche Sachen anpflanzen können. Minus 10. Das geht noch nicht.
Jetzt ist die Frage, ist das ein Teilabschnitt und das ein Teilabschnitt? Dann können wir es nämlich danach anpflanzen. Minus 15. Auch nicht. Wann springt der denn um mit seiner Saison? Weißt du was, ich setze einfach nochmal so ein zweites Feld. Und lass das einfach mal ein bisschen wachsen. Gut, wir hatten ja noch ein Feld hier in der Wüste. Oh oh. Bone Breaking Bros. Ich habe nur das Gefühl, dass nicht genügend Material rankommt, um diese Eatery noch zu versorgen. So. Was haben wir denn hier? Hier sind wir Farmer. Wir haben ja, Leute müssen wir genügend haben. Hier. Idling. Idling. Idle. 9. 9 ist wohl das jüngste, wa? Okay. Build. Okay. Okay, wir haben noch. Geh weg! Wir haben noch genügend, Was ist denn jetzt? Rutscht das hier langsam durch? Wollte ich ihm sagen, wir haben noch genügend. Was haben wir noch genügend? Genügend Leute über, um überhaupt solche Posten zu besetzen, das wollte ich sagen. Wie geht es denn hier weiter? Ist das jetzt der nächste Teilabschnitt? Oder geht es jetzt Richtung von 19 Richtung 10? Also, ja, okay. Moment, wir sind jetzt bei minus 14. Minus 14 hat man noch was. Gewitter! Wir hatten noch was mit minus 15, das hier. Yes. Und, bitte 15, was haben wir noch? Minus 10, minus 15. Ich pflanze jetzt einfach nochmal die hier. Wahrscheinlich ist es auch egal, mit was sie sich ernähren. Was ist denn hier los? Ah, minus, jetzt. No, yep. Okay, alles klar. Hey, mach mal das Ding hier weg. Wo haben die denn alle Durst? Ach, die gehen da hin jetzt zum Trinken. Okay, alles klar, cool. Ich würde sagen, Dasenbrunnen. Hier hinten noch einen Setz. Nee, verstorben. Oh nein. Mitten Stone. Nee. Wer war er? Oder sie? Hallo? Shit, da kann ich nicht anklicken. Wie weit ist denn der Friedhof? Der ist auch nicht komplett voll. Ich würde gerne mal wissen, ob diese Friedhöfe eine gewisse Zeit haben. Wie sagt man? Also im Wahrnehmen ist es auch so. So ein Grabplatz hat man ja auch nicht für ewig. So, hier wird schön gebaut. Wie weit sind die da hinten? Building. Wunderbar, ist er noch dabei. Na gut. Ich würde sagen, wir machen noch eine Folge. Und zwar in der nächsten Folge. Ich kann ja da nicht abspeichern. Ich bin immer noch in einer Aufnahmesession. Und von daher müssen wir jetzt gucken, wie weiter wir da machen. Aber ich denke mal, wir wissen jetzt, wo es hingeht. Wir haben alle Dinger gebaut. Dann machen wir die letzte Folge noch und gucken, dass wir, wie viele Bewohner wir kommen. Wir sind ja schon über 50, 51 Nuggets in unserem kleinen Dorf. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.